Boah, Ende Februar, ganz schön kalt. Ich baue heute oder möchte euch zeigen, wie ihr einen Blumenkasten bauen könnt. Und das ist hier ein ganz spezieller Blumenkasten. Und zwar hat er einen Wassertank integriert und natürlich eine Ranghilfe, die ihr selber machen könnt. Und natürlich den Blumenkasten oder Blumenbeet. Wir wollen dort später Tomaten einpflanzen. Wir haben uns so kleine Setzlinge jetzt eingepflanzt Ende Februar und die sind schon oder haben schon angefangen zu keimen und Ende April können die dann auch rausgesetzt werden. Ja, ich möchte gar nicht so lange rumschnacken, wie du dir dieses Projekt nachbauen kannst und schöne Tomaten oder Gurken züchten kannst auf deiner Terrasse, auf deinem kleinen Balkon oder in deinem Garten. Das möchte ich dir in diesem Video heute zeigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und heute mal eine ganz andere Kulisse. Wir werden das Ganze hier auf dem Balkon zusammenbauen. Vorweg habe ich mir schon das Holz besorgt, weil das schon in meiner Werkstatt lag. Das habe ich auch schon bereits zugeschnitten. Wir haben hier die Holzart Douglasie. Douglasie eignet sich hervorragend für Gartenprojekte, für den Außenbereich. Das ist ein Holz, vergleichbar zu Fichte oder Kiefer, was ein bisschen härter ist, somit auch ein bisschen robuster bzw. langlebiger. Ich habe das Ganze bei mir in der Werkstatt zugesägt. Wie gesagt, das Holz lag da schon. Ein Jahr ungefähr, das hat sich auch ganz schön verzogen. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr Bretter lagert und ihr wollt eventuell in der nächsten Zeit was bauen, es kommt von kalten in den warmen, dann legt euch das hin und klemmt das Ganze mit Schraubzwingen zusammen, damit sich das Ganze nicht zu sehr verzieht. Das Ganze habe ich an meiner Kappumgehrungssäge zugesägt. Alles auf Maß. Die Maße werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken, so wie jetzt auch das ganze Zubehörmaterial für das Beet. Wenn du irgendwas suchst, irgendwie ein bestimmtes Werkzeug oder sowas, schau einfach mal unten in die Infobox. Übrigens, alle, die jetzt beispielsweise keine Werkstatt zur Verfügung haben, ihr seht, solche Projekte könnt ihr auch draußen realisieren. Es gibt natürlich auch noch kleinere Kapp- und Gärungssägen. Ich habe beispielsweise eine, die ich immer zu Hause habe und die ich dann im Notfall, beziehungsweise wenn ich jetzt spontan Lust auf ein Projekt habe, dann hole ich die raus. Und die kann ich euch auch bestens empfehlen. Darüber gibt es auch ein Video, das werde ich dir hier oben im Eck verlinken, falls du da Interesse hast oder auf der Suche bist. So, Douglasie. Ich habe mir jetzt Bretter zugesägt und ich möchte mit euch was ganz, ganz Einfaches bauen. Keine komplizierte Geschichte, sondern wirklich was ganz, ganz Einfaches. Und für Nein, natürlich, jetzt ist die Frage der Kasten, wie wird er miteinander verbunden? Es muss stabil sein, es muss schnell gehen. Ganz einfach, wir machen einfach eine stumpfe Eckverbindung. Bevor wir loslegen, möchte ich euch nochmal eine Alternative zeigen, beziehungsweise ein Tool, was ihr bestimmt schon sehr, sehr oft bei mir gesehen habt, und zwar den Undercover Jig. Das ist ein Tool für verdeckt liegende Schraubverbindungen. Beispielsweise wir bohren uns Taschenbohlen in das Holz schräg hinein und können das somit miteinander verbinden. Sprich, wir haben im Außenbereich dann keine sichtbaren Schraubenköpfe. Das Ganze habe ich jetzt hier bei den Brettern gemacht, ganz klar, weil sie krumm und schief sind. Und so zieht sich das noch so ein bisschen zusammen und wir können das umgehen. Und ich möchte euch mal zeigen, wie schief und krumm das Ganze ist. Also ihr seht, das Ganze wackelt schon extrem. Ist aber nicht so schlimm, das kann man super miteinander verbinden. Und ihr könnt natürlich den Undercover Jig nehmen für die Eckverbindung. Aber ich möchte die halt sichtbar schrauben. Und als nächstes kommen hier vier kleine Kanthölzer zum Einsatz. Das wären nämlich die Füße. Die habe ich mir aus Resten zugesägt. Ich habe bei mir in der Werkstatt so ein kleines Lager. Und dort waren noch vier solche Kanthölzer, beziehungsweise ein paar mehr, habe mir die zugesägt und die werden dann von außen miteinander verschraubt. Und da ich nicht so viele Taschenbohrungen bohren möchte, nutze ich mir einfach dieses Kantholz und setze es von außen ran und verbinde damit dann das letzte Brett. Das Kantholz habe ich jetzt weiß gestrichen mit einer Innen- und Außenfarbe. Ich möchte nämlich nachher so ein bisschen Kontrast reinbringen, aber dazu später mehr. Und das Ganze verschrauben wir dann von außen. Ich kann euch hier empfehlen, einen großen 90-Grad-Winkel zu nehmen, den anzusetzen, damit das Ganze auch schön gerade wird. Und dann ganz, ganz wichtig bei diesem Projekt, allgemein bei Gartenprojekten, kann ich euch Edelstahlschrauben empfehlen. Die rosten ja bekanntlich nicht. Ihr ärgert euch später, wenn ihr keine rostfreien Schrauben nehmt und das Holz oder das Projekt mehrere Jahre draußen steht. Dann fängt es nämlich an, dass die Schrauben dann an zu rosten und dann habt ihr so hässliche Verläufe, so Flecken auf dem Holz, wenn ihr das beispielsweise Natur belassen lasst. Ist nicht so schön, deswegen empfehle ich euch Edelstahlschrauben zu verwenden.
was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, ihr müsst das Ganze vorbohren. Dazu kommen wir aber gleich nochmal bei den Eckverbindungen. Sonst reißt das Ganze aus, beziehungsweise es kommt mal ganz schnell dazu, dass eine Schraube der Kopf abreißt, weil Douglas, wie gesagt, ist ein sehr, sehr hartes, robustes Holz. So sieht die Front dann aus und davon brauchen wir zwei. Und um die Seitenteile jetzt anzubringen, wie gesagt, wir wollen das Ganze stumpf zusammenschrauben. Die werden dann hier so rangeschraubt. Bauen wir das Ganze jetzt vor und senken das. Und wenn wir das schön gleichmäßig machen, sprich uns das vorweg anzeichnen, haben wir auch ein wirklich schönes Ergebnis bzw. Bild. Und dazu könnt ihr am besten ein Streichmaß nehmen oder hier so einen 3D-Winkel. Könnt ihr euch hier beispielsweise jetzt 10 mm anzeichnen, 20. Und dann könnt ihr das Ganze ganz vorsichtig und sanft auf dem Holz übertragen. Und das ist dann unsere Hilfslinie für unsere Bohrung. Und wie gesagt, wir müssen Holz vorweg vorbohren. Sprich, wir bohren jetzt die erste Schicht durch, damit die Schraube da schön durchgeht und dann, damit die Schraube sich ans Material heranzieht. Und dafür verwende ich am liebsten dieses kleine Teil hier. Habt ihr bestimmt schon ganz, ganz oft bei mir gesehen. Das ist ein Tool, was zwei Sachen auf einmal kann, sprich bohren. Und hier ist ein Senker eingebaut, sprich bohren und senken. Wir sparen uns im Grunde einen Arbeitsschritt. Die Senktiefe könnt ihr euch auch einstellen, beziehungsweise die Bohrtiefe, indem ihr hier diese kleine Schraube löst und damit könnt ihr dann diesen Korb von der Tiefe her regulieren. Und jetzt beim Zusammenschrauben nehmen wir einfach die Seitenbretter, setzen die dann an, natürlich dann bündig und können das Ganze schön zusammenschrauben. Was ich mal ganz, ganz gerne nutze im Möbelbau allerdings, sind diese Eckenspanner hier. Damit könnt ihr beispielsweise eine Ecke zusammenhalten und somit braucht ihr dann keine zweite oder dritte Hand. Holz sollte man natürlich auch schützen. Douglas sieht jetzt ziemlich schön aus in ihrem Rohzustand, aber die wird ziemlich schnell gräulich werden und das sieht dann nicht mehr so schön. Bevor ihr das Ganze zusammenbaut, lasiert das Ganze. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Variante jetzt hier, 2 in 1. Ihr habt eine Grundierung und ein Holzschutzlasur in ein von Duplicolor und die gibt es auch in unterschiedlichen Farbtönen. Ich habe jetzt hier Kiefer. Ich werde euch mal die Produktpalette unten in der Videobeschreibung hinzufügen. Und das Ganze ist ganz, ganz einfach. Die Dose einfach kräftig schütteln für 2-3 Minuten, 20 bis 30 cm Abstand und dann tragt ihr das Ganze gleichmäßig auf. Ruhig in zwei Schichten, sprich die erste Schicht lasst ihr ungefähr eine halbe Stunde trocknen bis zu einer Stunde, je nachdem wie die Außentemperaturen sind und dann tragt ihr nochmal die zweite Schicht auf. Nun steht unser Beet, Hochbeet, Blumenkasten, Aufzuchtstation am Ort und Stelle und wir brauchen jetzt noch den Einsatz. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Ich habe ja am Anfang des Videos erwähnt gehabt, dass ich was bauen möchte mit einem Wassertank. Sprich, ich habe mir jetzt fertige Dinger bestellt, insgesamt 4 Stück. Das sind im Grunde Blumenkübel. Die haben hier unten einen Siebträger. In dieser Höhe befindet sich dann das Wasser und das könnt ihr dann, oder unser Wassertank, und das könnt ihr dann anhand dieses Röhrchen ablesen. Warum, weshalb? Ganz einfach, Tomaten brauchen halt eine Menge Wasser und wenn man mal jetzt über 1-2 Tage weg ist, im Urlaub beispielsweise oder unterwegs ist, dann läuft die Gefahr nicht groß, dass die Tomaten bzw. das Wurzelwerk austrocknet und wir haben hier bestimmt eine Reserve für mindestens 1-2 Tage im Hochsommer. Und das Maß habe ich so gewählt, dass wir die einfach nur hier jetzt reinstellen müssen. Sprich, wir nutzen unser Kasten gleich als Auflagestation. Das Ganze ist stabil genug, dass da nichts passiert. Und wer mag, kann natürlich jetzt hier noch mal eine Zierleiste oben drauf setzen. Ich habe das Ganze aber weggelassen, weil ich mir dachte, so kannst du das Ganze mal ganz schnell rein und rausnehmen. Und es ist halt einfacher dann, ne? Dann haben wir das Ganze noch aufgefüllt mit spezieller Aufzuchterde. Wir wollen ja letztendlich essen, was daraus herauswächst. Ihr könnt natürlich auch euch ganz normale Erde holen, die ein bisschen pimpen bzw. aufmischen mit beispielsweise hier einen Tomaten-Langzeitdünger. Reicht genauso gut. Wir haben jetzt pro Sack ungefähr 10 Euro bezahlt. Ist natürlich jetzt ein bisschen kostenintensiv, aber wie gesagt, wir wollen ja das, was daraus wächst, ernten und essen. Übrigens für alle, die jetzt denken, oh Gott, was ist, wenn es jetzt wochenlang regnet? Unten gibt es einen kleinen Stöpsel an den Kunststoffbehälter und dann könnt ihr je nachdem den Wassertank auch leeren.
Und damit unsere kleinen Setzlinge, die ich jetzt Anfang, Mitte Februar eingesetzt habe, die dürfen ja Ende April, Mitte April dürfen die rausgesetzt werden. Und die werden ungefähr 2 Meter, 2,50 Meter hoch, je nachdem, was ihr für eine Sorte auswählt. Die brauchen natürlich eine Ranghilfe. Und das Ganze baue ich aus Bambusstäben. Hier rechts im Bild haben wir auch schon einen kleinen Miniteich bzw. Brunnen uns letztes Jahr gebaut. Und der ist auch so ein bisschen mit Bambusstäben aufgepeppt worden. Im Übrigen gibt es über den kleinen Miniteich auch ein extra Video, wie du ihn anlegen kannst, auf was du achten musst, was für Pflanzen. Das werde ich dir hier oben in Eck verlinken. An den 4 einzelnen Stäben kommen nochmal Querstreben ran und die könnt ihr mit ganz normalem Blumendraht verbinden oder mit Juteband. Juteband wird natürlich über die Jahre ein bisschen morsch und wird sich auflösen. Deswegen für die Optik alleine nehmen wir erst ein Blumendraht und umwickeln es dann mit Juteband, damit das Ganze so ein bisschen, ja, so einen kleinen Boho-Style bekommt. Die Ranghilfe steht, wie ihr sehen könnt. Und jetzt müssen wir nur noch auf wärmeres Wetter warten. Wir haben jetzt Mitte, Ende Februar. Ich denke noch so 2 Monate. Und dann setzen wir die kleinen Setzlinge raus. Wer uns noch nicht auf Facebook bzw. auf Instagram folgt, bitte folgen. Da werde ich jetzt regelmäßig kleine Updates geben von den kleinen Setzlingen oder Keimlingen. Und ja, ich hoffe, euch hat das ganze Projekt gefallen. Wer mehr oder Lust auf solche Sachen bekommen hat, Thema Garten, Blumentöpfe bauen und so weiter und so fort, ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung 1-2 Videos verlinken. Unter anderem ein Hochbeet aus WPC-Dielen und ein passendes Dach. Sprich, du kannst sie auch dann Ende März schon raussetzen, deine Schützlinge oder Setzlinge, weil durch dieses Dach mit Plexiglas bestückt geschützt sind vor dem Frost, weil es noch ein Frost kommen sollte. Ansonsten hoffe ich, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du Anmerkungen hast, Anregung, dann lass es mich doch wissen, schreib einen Kommentar, ansonsten abonniere diesen Kanal und wenn du Lust dazu hast, teile dieses Video, denn dann sehen noch andere Leute das und ganz, ganz wichtig, gib dem Video einen Daumen hoch und jetzt bin ich auch fertig. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Projekt, beim Nachbauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.